So, meine Damen und Herren, wir haben es wieder geschafft zu verreisen. Es ist wieder Mittwoch und wir sind wieder überglücklich, halt angekommen zu sein. Wir haben es geschafft an die Mosel nach Rivenich und dort sind wir im Weingut Weih bei Susanne. Hallo, schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Danke für die Einladung. Ja. Es ist wunderschön. Wir haben tatsächlich Wein dabei, obwohl hinter uns die Schnapsbrennblase steht. Da gucken wir vielleicht später, was wir mit dem Gerät noch machen. Und jetzt habe ich direkt die erste Frage an dich. Ja. Und zwar, das Thema Umbruch wird ja bei euch ganz groß geschrieben. Ja. Ihr seid ja eigentlich ein großer Fassweinbetrieb und geht jetzt in die Flaschenweinvermarktung. Und wir sind total froh, hier quasi von Anfang an mit dabei sein zu dürfen. Und ich will mal von dir wissen, weil ein Umbruch ist ja auch immer ein bisschen Stress. Was ist das Schlimmste? Das Schlimmste sind eigentlich diese ganzen Telefonate, die ich im Moment führen muss. Also ich sitze unheimlich viel an meinem PC und wenn die Kinder dann mal gerade ruhig sind, dann wird schnell das Telefon geschnappt und irgendwo angerufen. Irgendwo? Ja. Wen ruft man da so an? Händler hier in der Gegend, Restaurants, Händler von weiter weg, Online-Shops, alles Mögliche. Also es geht um die Vermarktung quasi. Genau, das, genau. Das ist das anstrengend. Hauptziel. Okay. Aber ich würde sagen, bevor wir hier über die Vermarktung sprechen, überzeugen wir uns mal von dem Produkt. Das sieht nämlich schon mega aus. Das klingt sehr gut, ja. Ich habe Durst. Ja, dann, ich habe schon mal ausgeschenkt. Das Was trinken wir denn Schönes? Ist unser Wein. Das ist schon mal gut. Ja, Wein ist gut, Wein, ja. Wein mit Y. Ah, clever. Wein mit Y, genau. Ja. Genau, da haben wir eine Cuvée aus 70% Grauburgunder und 30% Weißburgunder. Klassische Moselrebsorten, ja. Ja, also... Ja. Ne? Riesling ist natürlich die Rebsorte hier überhaupt, aber die Burgunder sind auch schwer im Kommen. Das glaube ich, die sind überall im Kommen. Mmh, lecker. Wir haben jetzt schön leichte 10,5% Alkoholgehalt, 17 Gramm Restzucker, 6,2 Säure. Also schöner Sommerwein. Dezent für... Passend zum Burgunder, nicht zu viel Säure. Passt. Ja, super. Schmeckt mir auch. Sehr gut. Gut. Jetzt sind wir ja an der Mosel und wir als Flachlandwinzer. Ist natürlich die erste Frage. Wie steil ist euer steilster Wingert? Boah, also... So. So? Also für uns ja, ist relativ viel steil, aber... Ja. Ja, man sieht hier, wir schälen hier immer so ein bisschen raus. So ein paar steile Weinberge sieht man hier schon. Ich müsste jetzt tatsächlich lügen. Also wir machen es so, wir haben eine Anzeige auf der Raupe. Wenn da noch mal jemand drauf sitzt beim nächsten Mal, dann gucken wir und dann liefern wir die Antwort nach. Okay. Das ist ein fairer Deal. Das ist ein fairer Deal. Und oder ihr könnt schätzen, ihr könnt ja schon mal Tipps abgeben, ja. Was ihr denkt, wie steil wohl der steilste ist. Und dann gucken wir mal, wer am nächsten dran ist. Das sowieso, ja. Auch generell, wenn ihr sonst Fragen habt da draußen, wie immer, schreibt es in die Kommentare. Der Robin ist wie immer aufmerksam. Und wird die Frage hier in den Raum reinwerfen und wir gucken mal, ob wir sie beantworten können. In der Zeit, Matze, mach doch gerade mal noch eine Frage. Sehr, sehr gerne. Wie du eben schon gesagt hast, sehen wir ja schon so grob, wenn wir hier aufs Fenster gucken, eure Wingert. Was macht denn Rivenich so aus? Was ist besonders hier? Ja, das Schöne ist, dass wir eine Nebenlage haben. Also wir haben knapp 50% der Weinberge hier in Rivenich. Mhm. Und der Rest liegt direkt an der Mosel. Hier ist das Klima generell ein bisschen kühler. Wir sind hier mit der Vegetation auch hinten dran. Sieht man im Moment ganz gut, wenn ich dann mal wieder was vom Austrieb poste. Die meisten, vor allen Dingen die anderen Weinbaugebiete, sind da schon einen ganzen Ticken weiter als wir. Aber hat natürlich auch Vorteile. Erstens beim Klimawandel kommen wir dementsprechend gut hier weg. Und ja, es gibt einfach hinten raus auch noch mal ein bisschen mehr Zeit. Das stimmt natürlich. Ich war letzte Woche schon lesen und ich muss sagen... Ja, nee, bei aber, ist das alles ganz ja, anders. Sowieso. Ja. Ihr habt ja schon wieder verkauft, gell? Natürlich, schon wieder alles weg. Nee, aber man sieht tatsächlich, ich habe es auch ein bisschen verfolgt bei euch auf Instagram, ihr seid ein Ticken hinten dran. Ich habe am Anfang immer gedacht, manche Weinbaugebiete posten aber sehr spät, aber es, die posten nicht spät, sondern es ist aktuell, es ist halt nur manchmal ein gutes Stück verschoben. Es ist tatsächlich so. Ne? Also ich habe auch, ich glaube vor ein paar Wochen aus Österreich oder Südtirol oder sowas gesehen, die waren dann ungefähr so weit, wie wir jetzt sind. Mhm. Und für uns ist es auch immer, wenn wir dann sehen, wenn dann Leute posten irgendwie, keine Ahnung, die Triebe sind schon so groß, denken wir immer, um Gottes Willen, wenn jetzt noch ein Frost kommt. Mhm. Also wir haben es hier noch nicht ganz hinter uns mit der Angst vorm Frost. Mal sehen. Aber
Klopf auf Holz, sollte gut gehen. Bitte die Daumen. Wird nicht schief gehen, genau. Ja. Was ich jetzt noch fragen wollte zu den Etiketten, ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht. Mhm. Als erstes wollte ich eure Homepage lesen. Chancenlos. Eure Homepage ist momentan im Lockdown. Ja. Die wird bald aber kommen, hat man auf Instagram genau. mir versprochen. Und ich bin in jedem Fall gespannt drauf. Allerdings habe ich doch noch was gefunden. Und zwar bei Wein verkauft auf Spotify. War ein Interview mit dir. Genau. Das habe ich mir heute angehört. Mhm. Sehr schönes Interview. Und da ging es sehr viel um die Identität des Weinguts. Und du hast gesagt, ihr habt sie noch nicht gefunden. Habt ihr sie jetzt? Also es ist echt ein schwieriges Thema, ne? Dann, also hast du ja da auch schon gehört, dann geht es ja immer darum, wenn es um Vermarktung geht, heißt es immer, du musst dein Alleinstellungsmerkmal finden. So, ja, wir sind ein Weingut. Wir sind an der Mosel, da gibt es viele. Gibt auch viele Familienbetriebe, viele, die es von ihren Eltern übernehmen. Und ja, so im Großen und Ganzen, so ganz direkt haben wir es noch nicht gefunden, aber wir legen jetzt schon so ein bisschen den Fokus darauf, dass wir eigentlich schon so ein mittelgroßer Betrieb sind hier an der Mosel und dann das sagen, ist ein bisschen was an Fläche, was ihr vorhin erzählt habt, das stimmt natürlich, gerade für Mosel. Haben jetzt gesagt, unsere Story, die wir jetzt quasi so erzählen, ist dieser Umbruch von dem Fassweinvermarktung zum Flaschenwein hin. Das ist ein sehr spannender Umbruch. Mhm. Robin, hast du was? Der Niklas hat was gefragt, ja. Der hat gefragt, wie viele Jahre gibt es euer Weingut schon? Das gibt schon sehr, sehr lange. Also ich glaube, das erste, was wir gefunden haben, war 1795 so um den Dreh. Ja. Das hat eine Tante, ein eine Großtante her. Von Tim, hat das mit Ahnenforschung rausgefunden. Genau. Also das Weingut gibt schon sehr, sehr lange. Flaschenwein gibt es eigentlich schon genauso lange. Wir haben auch seit, wie lange gibt es die Gastwirtschaft? Auch schon deutlich über 100 Jahre. Die ist hier direkt auf deiner Straßenseite. Da war auch ursprünglich das Weingut. Ja, also da kann ruhig noch mal so lange hinten dran kommen. In jedem Fall. Was war früher das Weingut oder die Brennerei, wenn wir jetzt schon hier an der Brennblase stehen? Das Weingut. Das Weingut? Das war schon das Weingut. Wobei wir auch zwei Brennereien haben. Also die haben wir jetzt seit, wie lange haben wir die? Eine ist auch langweilig. Mhm. 2 Jahre. Genau. Der Tim wollte immer eine eigene haben. Und dann hat im Nachbarort jemand eine Brennerei verkauft und dann hat er gesagt, das ist meine. Ja. Genau. Und dann haben wir hier quasi das Gebäude um die Brennerei drumherum gebaut. Ihr habt auch noch ein Tiefbauunternehmen und ein Lohnunternehmen? Nee, Lohnunternehmen haben wir nicht. Nee, nur Tiefbau mit. Ja, wir jetzt in dem Sinne auch nicht. Also mein Schwiegervater, Tims Vater Günther, der ist auch mit seinen Brüdern zusammen der Chef von dem Tiefbauunternehmen. Dementsprechend hat der halt nicht so viel Zeit fürs Weingut, wie er eigentlich gerne hätte. Und ja. Aber ich sag mal, es bleibt nicht mehr viel Zeit, um Sonntag Golf spielen zu gehen. Ja, langweilig würde ich bestimmt nicht. Nee, Golf spielen, nee. Nee, das ist auch gerade an der Mosel, schlägst einen Ball, der ist weg, musst suchen, ist rum. Ja, ein bisschen schief alles. Ja, das stimmt natürlich. Aber gibt geile Weine, also muss ich geschmacklich sagen, das lohnt sich schon, dass das alles ein bisschen schief ist. Ihr habt ja jetzt schon ein bisschen angefangen mit Flaschenwein. Mhm. 8 Weine, 3 Sekte, glaube ich. Was ihr momentan so auf der Karte stehen habt? Also ich glaube, es sind insgesamt 12 Weine, wenn man jetzt die von 2019 bis 2021 so mitrechnet. Mhm. Das ist, davor haben wir noch so ein paar Restbestände an Riesling, die geben wir, glaube ich, noch ein bisschen auf. Ja. Und ansonsten, genau, jetzt von diesem Jahrgang haben wir 5 Weine, die wir hingestellt haben und 3 Sekte. 2x Riesling, Brut und Trocken und einen Weißburgundersekt. Sehr cool. Und was kommt jetzt als nächstes? Ja, unser Sortiment wird wahrscheinlich eher ein bisschen kleiner werden als noch größer. Also bei uns wird es nicht geben, irgendwie, keine Ahnung, 10 Rebsorten und alles von lieblich bis trocken. Keine hessische Philosophie mit 25 Rebsorten in 3 Ausbaustilen. Ich bin total enttäuscht, ja. Also ich hätte gerne noch ein bisschen Scheurebe. Bacchus, ganz wichtig. Bacchus haben wir. Bacchus haben wir auch tatsächlich, aber Traubensaft. Das ist auch das Beste, was man aus Bacchus machen kann, glaube ich. Kann sein, dass wir uns gerade unbeliebt gemacht haben. Ja, gerade in Franken haben wir uns gerade sehr unbeliebt gemacht. Die dürfen dann uns alle gerne einen leckeren Bacchus zuschicken. Oder wir kommen mal vorbei. Das klingt auch sehr gut. Ja.
Jetzt musst du eine Frage fragen. No, das war ein komischer Satz schon wieder, aber... Jetzt musst du eine Frage fragen. Ich sag jetzt auch eine Frage, die ein bisschen eigentlich jetzt weniger mit Wein zu tun hat, aber ich fand es total spannend, als ich gelesen habe. Wie heizt ihr eigentlich eure Heizung? Die Heizung? Genau. Wir heizen unser Weingut mit Reben. Nicht nur, aber damit hat es eigentlich angefangen. Der Tim hat im Internet irgendwo einen Rebensammler gefunden. Und hat gesagt, das brauchen wir. Ein Rebensammler, das war ein dann, alter quasi, Mann? Oder? Nee, das ist so eine Maschine, so ein Anbaugerät, hinten ein Traktor und der sammelt die Reben dann ein. Das Spielzeug so gab es dann zu Weihnachten oder? Gekauft. Ja. So, zu Weihnachten. Geburtstag und Weihnachten zusammen. Ja. Genau, der Plan war dann, wir hatten so einen Holzofen im Keller stehen, womit wir das Haus geheizt haben. Wir machen die Reben da rein. Das hat jetzt nur so semi-gut funktioniert und dann hat der Tim gesagt, dann halbe Sachen kennt ihr nicht, bauen wir eine Hackschnitzelheizung hinter das Haus. So, und da hängt jetzt das Weingut dran und unser Wohnhaus und ja. Ist ja auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Immer wenn ihr rodet, habt ihr Reben, die werden dann immer verschnitzelt und ja, ist das noch nur nicht das mal so fürs Roden, du kannst das auch nach dem Schneiden, ne? Du musst ja dann immer das Rebholz quasi, auch schon. Genau, also mit dem Rebensammler sammelst du quasi diese. Ich dachte nur nach dem Roden die Stöcke. Ich glaube, die gibt es ja eigentlich auch für Grillen Kunden oder so. Muss man zwar viel sehr grillen, gutes, hier, sehr je nachdem. Ja. Ja, das kriegt man also schon. Also der Rebensammler ist eigentlich für den Rebschnitt gedacht. Zu gutem Wein lässt sich immer grillen. Und die werden dann zu Hackschnitzeln wieder verarbeitet. Genau, also die sind ja dann schon relativ klein, wenn die dann durch den Rebensammler durchmachen und dann kommen die in unseren Hackschnitzelbunker und dann heizen. Man nie eingesehen, dass sowas hat. Nee. Man doch, ich habe das irgendwo schon mal gesehen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe so einen riesen Bunker schon mal gesehen, aber ich wusste nicht, ob der aus Rebhackschnitzeln ist oder ob der sich einfach einer Pellets gekauft hat. Also einen großen Bunker, so, keine Ahnung, 3 auf 3 Meter und 2 Meter gefüllt und in der Mitte ist irgendwo eine Luke und das rasselt das Jahr über rein, das habe ich schon mal gesehen. Aber ja, genau so. Aber mit Rebholz. Nur mit Rebholz, das brauchst du ja. Berge an Rebholz. Ja, ganz so oder viel das brennt doch tatsächlich nämlich auch nicht. Wenn du plötzlich also Perro hattest, explodiert der Klamin. Müssen wir noch ein paar Hektar noch dazu, Mann, oder? Ja, lieber nicht. Bitte nicht, nee. Das ist nee, also das ist reich für alles rein. So reich zu heizen, dafür ist dann doch ein bisschen viel. Ja, aber nicht schlecht. Coole Sache. Ja, hat ja auch irgendwas wieder mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn du da eigentlich noch eine gute Verwendung hast. Absolut. Ja, klar. Zumal, gut, es steht jetzt auch zur Debatte, ne, dann noch zählt ja als CO2-neutral. Demnächst kommt jetzt die Feinstaubdiskussion. Also so ganz gerne gesehen ist es leider auch nicht mehr mit den Hackschnitzeln, aber da kommt schon mal besser weg als mit so fossilen Brennstoffen. Das stimmt natürlich. Besser als wenn du Kohlen in Australien kaufst oder sowas. Das ja, aber Gas ist momentan auch nicht so. Das stimmt, Gas ist momentan auch nicht so beliebt, das stimmt. Ich hätte noch was. Deswegen machen wir diese denkwürdige Pause. Wheel of Cooking hat gefragt, was seine Lieblingsrebsorte ist. Meine Lieblingsrebsorte? Ich glaube tatsächlich. Jetzt sag nichts, was du nicht anbaust. Nee, das kommt auf keinen Fall. Nee, also tatsächlich wohl Grauburgunder, wo jetzt alle, oder viele jetzt wahrscheinlich sagen so, oh nein, Grauburgunder, um Gottes Willen. Aber Grauburgunder war letztes Jahr schon mein Favorit. Und genau, letztes Jahr hatten wir einen Feinherben Grauburgunder. Und dieses Jahr ist es dann, glaube ich, der Wein. Das sagst du aber nicht wegen dem Fassweinpreis. Nee. Sag ich nicht wegen Fassweinpreis, sonst... ich finde Grauburgunder auch geil, kannst du viel mitmachen. Ja. Ja, ich hatte gerade erst mit einem Winzer das Gespräch, wo es drum ging und er hat gesagt, Fassweinpreis ist wahrscheinlich jetzt rum, da sind wir auf dem Peak von Grauburgunder, aber Flaschenwein, da geht es nochmal richtig vorwärts für Grauburgunder. Da ist ein Riesenmarkt und die Leute wissen es langsam zu schätzen und ich habe heute auch mal 2 Hektar Grauburgunder angelegt. Das, na ja. Ich hoffe, es kauft noch einer später. Ja, mit Sicherheit, bestimmt. Ja, aber geile Rebsorte. Auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja. Jetzt ist natürlich so ein Weingut, kann man jetzt nicht ganz alleine bewirtschaften, vor allem mit Steillagen und wenn man so viele Hektar hat. Wer arbeitet alles bei euch im Weingut? Also, wie gesagt, Tims Vater arbeitet mit, dann Tim natürlich. Dann haben wir den Claudio, der arbeitet seit 6 Jahren bei uns. Der hat heute oder gestern Geburtstag gehabt. Der hatte gestern Geburtstag gemacht. Genau. Dann alles Gute, Claudio, falls du zuguckst, falls du bestimmt, uns verstehst. Ja, der versteht das. Ah, ja.
Dann, ja, seine Frau hilft so über das ganze Jahr über ein bisschen mit. Dann haben wir noch den Raul, das ist sein Schwager. Mhm. Der arbeitet seit 2 Jahren bei uns, glaube ich. 2 oder 3. Claudius Vater auch. Der ist, glaube ich, seit 3 Jahren dabei. Und ja, dann haben wir noch unsere Saisonkräfte, die dann so 2 bis 3 Mal im Jahr hier anrücken, wenn sie es alleine nicht mehr schaffen. Ja. Braucht man ja auch für die Menge an Arbeit, die hier. Ja, auf jeden Fall. Arbeit geht einem nie aus. Nee, also. Nee, sowieso das nicht. Das haben wir auch kennengelernt in unserer Ausbildung. Das auch, ja. Da hat man noch das Glück, wenn man auf Stunden arbeitet. Wenn man dann selbst unternehmerisch tätig ist, so wie ihr, dann endet also es nie. Es ist ja jetzt auch nicht so. Also, es ist ja, du bist ja schon so eine besondere Art von Mensch, wenn du Winzer wirst, ne? Also es ist ja jetzt, es ist ja, das schon laut. Merkt euch das da draußen, ja. Du bist eine besondere Art von Mensch, wenn du Winzer bist. Das ist ein sehr gutes Zitat, auf jeden Fall. Das werde ich in dem Fall nochmal aufgreifen beim Posting am Freitag. Ich kenne echt niemanden, der diesen Job hier von 8 bis 5 macht und sagt, am Wochenende habe ich frei. Also die wir kennen. Die haben es nicht weit gemacht. Nee, die sind einfach, also Freunde von uns, die Winzer sind, ne? Die fangen morgens irgendwann an, die hören abends irgendwann auf. Wenn wir frei haben, fahren wir auf Weinmesse. Wenn wir uns treffen, wird Wein getrunken, es wird drüber geredet. Also es ist irgendwie so der ganze, es bestimmt so das ganze Leben. Ja, es ist ja auch irgendwo ein Lebensgefühl. Also ja, sicher, auf jeden Fall. Man kann ja auch nicht abschalten. Ein Lifestyle. Ein Lifestyle. Genau, Lifestyle, das ist das richtige Wort. Lifestyle-Winzer hier. Lifestyle-Winzer, super. Können wir uns beide schon so ein bisschen dazu zählen? Ja, schon ein bisschen. Wir haben ja auch kein Weingut zu Hause. Ja. Wenn du eine Rebsorte anlegen dürftest, nee, andersrum, du darfst ja. Wenn du eine Rebsorte oder nenne die Rebsorte, die du anlegen würdest, wo du sagen würdest, das ist richtig geil, aber an der Mosel funktioniert es leider gar nicht. Also ich bin ja schon so ein Moselkind, ne? Ja. Also das heißt, dir fallen nur Rebsorten ein, die an der Mosel gehen. Wisst ihr jetzt auch nicht, also das ich weiß nicht, warum soll ich jetzt hier... Nee, alles andere ist kein Rätsel. Ja. Ich wollte jetzt nicht so sagen, nee, das jetzt ist nicht, so. Aber... Ist dir der Boden zu hart, bist du zu schwach. Also ich glaube, so Chardonnay würde uns eventuell noch reizen. Müssen wir mal schauen. Mosel-Chardonnay, gibt's das? Ja, gibt's. Wo? Wir haben einen, aber der ist verpachtet. Zurückholen. Ihr habt ja gesagt, nicht mehr, aber so ein bisschen Chardonnay. Ja, mal gucken. Genau. Robin, haben wir noch einen? Aktuell nicht. Nee, das ist schon 100 Mal mehr gefragt als sonst immer. Ja. Also liegt an dir. 100 Mal mehr, meinst du? Ja. Sonst ist null? Ja. Nee, ein paar Fragen werden noch immer gestellt. Bisschen was, ja, stimmt natürlich. Matze, hast du noch was? Eine Frage habe ich noch, meine letzte Frage. Mhm. Auf eurer Instagram-Seite sieht man es ganz groß und auch auf den Flaschen. Ihr macht veganen Wein. Warum, beziehungsweise was war der Schritt dann zu sagen, wir schreiben das aufs Etikett, uns ist es wichtig, dass der vegan ist? Ich denke, dass das in Zukunft immer wichtiger wird, dass viele Leute einfach darauf achten, dass Weine vegan sind und viele fragen auch zum Beispiel, die können damit gar nichts anfangen. Die fragen dann, wie Wein, er ist doch immer vegan, aber ich kann leider sagen, nicht. Er ist nicht immer vegan. Soll ich es einmal kurz erklären? Ja, gerne. Genau. Und zwar, es ist im Prinzip wie mit Apfelsaft oder Traubensaft. Apfelsaft ist mal ein gutes Beispiel. Den gibt es in Naturtrüb und in klar. So, dasselbe passiert eigentlich mit dem Wein. Und damit der so schön klar wird, wie der hier ist, wird der halt geklärt. Und dafür werden Proteine verwendet, wo sich die Gerbstoffe dann, die Trubstoffe anlagern. Und da kann man tierische Gelatine für benutzen. Oder zum Beispiel ein Erbsenprotein oder andere pflanzliche Proteine. Das ist eigentlich so die Hauptgeschichte. Und was ich dann auch noch lernen durfte mit der Zeit, der Kleber unter den Etiketten, der ist auch nicht unbedingt vegan. Ist das wichtig für vegan auf dem Etikett? Ich glaube, wenn du Hardcore-Veganer bist, dann ist dir das wichtig. Na ja, klar, aber ist das für die Regelung wichtig? Darfst du vegan draufschreiben, wenn dein Etikett nicht vegan ist? Macht man schon richtig, oder? Ja, natürlich macht man sich. Ich frage ja gesetzlich so, weißt du? Keine Ahnung. Also ich bin jemand, dann mache ich es gerne richtig. Also habe ich bei der Druckerei angerufen, die haben mich 3-mal weiter verbunden und dann hatte ich tatsächlich jemanden am Telefon, der gesagt hat, ja, unser Kleber ist vegan. Sie haben es nur nicht zertifiziert, weil das zu teuer ist. Kostet ja wieder
Es gibt ja viele, die nicht biologisch zertifiziert arbeiten, genau, weil einfach das Zertifikat ihnen zu teuer ist und sowas. Aber das trotzdem so machen. Ja, finde ich gut. Aus uns beiden wird wahrscheinlich zwar jetzt kein Veganer, aber ich denke, es macht schon auch Sinn, da nochmal mehr Kunden ins Boot zu holen und denen einfach aufs Thema ein besseres Verständnis zu machen. Genau. Yes. Und es ist ja wirklich eigentlich egal, mit was du arbeitest. Das ist, als wenn es ja jetzt kein großer Umstellungsschritt. Nö. Das ist richtig. Genau. Ja. Ich habe meine Fragen gefragt. Ich habe auch meine Fragen gefragt. Der Robin hat noch was. Ich habe noch was, ja. Der Stefan hat gefragt, werden die Weinpreise dieses Jahr steigen, also stark steigen? Thema Mindestlohn, Rohstoff, Energie. Es ist echt ein schwieriges Thema. Also ich bin mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Sagen wir jetzt mal so, die Flaschenweinpreise, die kann ja jeder Winzer selber festlegen. Interessant wird es dann, ob die Fassweinpreise mitziehen. Ne? Also das ist ja nun mal 80% der Weine wird im Lebensmitteleinzelhandel gekauft. Das läuft über die Großkellereien. Und da ist dann die Frage, erstens bieten die mehr an, was natürlich begrüßenswert wäre. Oder andersrum gesagt, ziehen die Winzer mit und sagen, für 60 Cent gebe ich hier einfach nichts mehr raus. Ja. Ja. Also im Grunde eine sehr spannende Frage. Vielen Dank für die Frage. Und ich habe es jetzt auch schon ein paar Weingüter gefragt und eigentlich ziehen alle ein bisschen an aufgrund der Inflation, aufgrund der hohen Preise. Ja. Stickel 40% mehr, Reben kosten. Sprit kostet total irre alles. Und, es gibt kein Glas, es gibt kaum Kapseln, also das ist schon... Das ist richtig und deswegen werden alle wie überall ein bisschen mehr in den Geldbeutel langen müssen. Ob ihr das dann auch macht, werden wir sehen, wenn eure Website online ist. Bis dahin hast du noch Zeit zu überlegen. Nee, die bleiben jetzt. Schwer für Studentenrabatt. Was eine spannende Frage ist, mit welchen Preisen steigt ihr denn so ungefähr ein? Das würde mich noch interessieren. Ja, wir haben, damit es übersichtlich bleibt, also wir haben jetzt nicht irgendwie jeder Wein hat seinen eigenen Preis. Wir haben zwei Preissegmente. Einmal 8,50 Euro für unsere Basislinie und einmal 11,50 Euro. Das sind dann unsere speziellen Weine, wo wir besonders viel Arbeit rein investiert haben und auch unsere Prädikatsweine. Ah ja. Genau. Ja, in jedem Fall übersichtlich. Ja. Und eigentlich ein fairer Deal. Fairer Deal, absolut, ja. Soweit, so gut. Dann bedanke ich mich für alle, die wieder zugeschaut haben. Am Freitag kommt wie immer die Verlosung. Da in jedem Fall aufmerksam bleiben und vielleicht mitmachen. Dann könnt ihr diesen wunderschönen Wein hier gewinnen. Wir sind nächste Woche auch wieder live vor Ort, nicht hier, sondern wieder in Rheinhessen, beim Weingut Gröhl in Weinholzheim. Sind wir mit dem Johannes Gröhl unterwegs. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich bedanke mich. Es war uns ein Fest, ein inneres Blumenpflücken Dankeschön. Und ein Gaumenschmaus. Super. Vielen Dank. Ja. Cheers.